Formen. Heinz von Förster. Hallo Fritz. Hallo Tim. Wir haben uns ein wenig Zeit genommen und wollen heute über Heinz von Förster sprechen. Mhm. Und das ja auf eine Art und Weise machen. Ich glaube, es ist viel über ihn geschrieben worden. Man kann viel nachlesen. Auf YouTube gibt es einige Videos. Was wir noch nicht haben, ist deine Perspektive und die wollen wir uns ein bisschen anschauen, dass du ein wenig auch mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen deine Erfahrung teilst, die du mit Heinz von Förster gemacht hast. Und ich würde gerne dort anfangen, am Anfang, und fragen, wann hast du denn das erste Mal von Heinz von Förster gehört oder gelesen? Ihn noch nicht getroffen, aber so der erste Schritt, wo er auf deinem Radarschirm aufgetaucht ist. Also bevor ich ihn getroffen habe, habe ich überhaupt noch nie was von ihm gehört gehabt. Das heißt also, ich habe zum ersten Mal von ihm gehört, als Paul Watzlawick mich eingeladen hat, mit ihm und Heinz von Förster diesen Sommerkurs, den wir dann später regelmäßig in den 80er Jahren veranstaltet haben, in Palo Alto abzuhalten. Das war 1985. Vorher war Heinz von Förster nicht auf meinem Bildschirm je erschienen und ich glaube auch nicht in der systemischen Szene der Berater unter Konstruktivisten, also Akademikern sehr wohl, aber bei den Praktikern war Heinz nicht bekannt. Und danach hat er ja eine richtige Superkarriere auf seine alten Tage gestartet, die geradezu beeindruckend ist. Und er wird ja inzwischen verehrt wie ein Heiliger. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, warum er so verehrt wird, weil ich würde mich da ohne weiteres einreihen in die Reihe derer, die ihn grandios finden. Gut, das war denn, wenn du sagst, in den 80er Jahren, war das ja schon nach seiner Eremitierung. Ja. Er ist Jahrgang 1911, also in diesem Jahr würde er 110. Und er war, als ich ihn kennenlernte, schon 73. Ja, das war für mich ja eine interessante Kombination. Wir waren ein Dreierteam, Paul Watzlawick, Heinz von Förster und ich. Ja, Paul war 63, Heinz war 73 und ich war 34, wenn ich mich richtig erinnere, oder 35. Der junge Hüpfer sozusagen. Muss nachrechnen. Auf jeden Fall war ich etwa halb so alt wie Heinz und auch erheblich jünger als Paul. Und insofern war das für mich hier also eine Chance, einmalig mit diesen älteren Herren, die sehr Wichtiges geleistet hatten, wobei, was Heinz geleistet hatte, war mir noch gar nicht bewusst, wurde mir erst bewusst, als ich ihn näher kennengelernt hatte, zusammenarbeiten zu können. Aber dann erzähl doch mal ein bisschen, worum es eigentlich in diesem Seminarangebot oder in diesem Kurs eigentlich ging und warum dann Paul Watzlawick vorgeschlagen hat, dass Heinz von Förster mit dabei ist. Nein, er hat es nicht vorgeschlagen, sondern entschieden, weil das war ja seine Veranstaltung, das war seine Party. Eine Veranstaltung des MRI, des Mental Research Institute in Palo Alto. Und angeboten wurde in diesem Sommerkurs einfach Kommunikationstherapie bzw. Kommunikationstheorie und ihre Anwendung. Denn dafür war Paul Watzlawick bekannt, mich kannte niemand. Heinz von Förster war auch, wie gesagt, relativ unbekannt. Alle wollten zu Paul und Paul hatte viele Bücher geschrieben, die sehr populär waren, menschliche Kommunikation, Lösungen, das waren aus fachlicher Sicht damals sicher die wichtigsten, aber eben auch populärere Sachen. Und dann kamen halt Therapeuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Palo Alto, um dort den Meister zu sehen. Und mich hat er engagiert, damit ich ein bisschen für Praxis sorge, beziehungsweise die Anwendung repräsentiere, die Anwendung dieser Theorien. Und Heinz hat er eingeladen, um einfach nochmal die theoretische Fundierung beziehungsweise bestimmte Aspekte, die er selbst nicht in diesem Maße dargestellt hatte, dort zu repräsentieren. Zumindest vermute ich,
dass das seine Motive waren. Paul war ja sowas wie so ein Trüffelschwein, obwohl der Begriff Schwein sicherlich nicht richtig ist. Irgendwie, was wäre jetzt die passendere Metapher? Es gibt ja so Leute, die mit so Sensoren durch den Wald gehen, um verborgene Schätze zu suchen. Vielleicht ist das die bessere Metapher. Also Paul entdeckte immer irgendwelche unentdeckten Schätze in Form von Personen, die Interessantes gemacht hatten. Und die promotete er dann. Und dazu gehörte sicher auch an vorderster Front Heinz von Förster neben Ernst von Glasersfeld und Varela, Maturana und solchen Leuten, die zu der Zeit noch nicht so populär oder bekannt in Deutschland waren. Und das heißt, du hast den Heinz von Förster das erste Mal persönlich kennengelernt beim ersten Kursangebot, vermute ich. Genau, in seinem ersten Seminar. Also auch da hatten wir vorher keine große Absprache. Er gestaltete einen Tag in diesen 2 Wochen und das war so, wie er dann später seine Seminare auch gestaltete. Er nutzte sozusagen seine ganze Kraft des wienerischen Charmes, den er also auf die Straße brachte sozusagen und bezauberte alle Leute mit der Art und Weise, wie er hochkomplexe Sachverhalte in leicht verständlicher Art und Weise darstellte. Er verteilte dann, wie üblich, wie später auch üblich, später habe ich noch viel mit ihm zu tun gehabt, weil wir ihn auch häufig nach Heidelberg eingeladen haben, er verteilte immer irgendwelche selbst fabrizierten kleinen Broschüren, Heftchen wie dieses hier. Ja, da malte er dann irgendwelche Bilder hinein und die erklärte er dann, die produzierte er alle in seinem Keller, über den ich gerne auch noch was erzählen kann. Er hatte so einen Bastelkeller, in dem eben nicht nur alle möglichen Werkzeuge waren, um das Haus zu reparieren, sondern eben auch ein Fotokopiergerät und eine Schere, in dem er dann diese Broschüren zusammenklebte. Aber er erzählte Geschichten und er war ein begnadeter Geschichten erzählt. Er hatte einen unendlichen Charme, den er auch ganz schamlos zeigte und verwendete, um seine Zuhörer zu verführen, um es mal so auszudrücken. Das heißt, du warst sozusagen an diesem ersten Tag, wo er da das Seminar gemacht hat, warst du auch als Zuhörer mit dabei und hast ihn da so das erste Mal erlebt? Ich weiß nicht, ich habe das Ganze damals sogar noch auf Video aufgenommen, finde allerdings die Kassetten nicht mehr, aber ich war hingerissen auch von ihm, wie alle anderen auch. Und wie ging es dann weiter? Naja, dieses Hingerissensein führte dazu, dass ich ihn sofort nach Heidelberg eingeladen habe. Und die nächste Begegnung mit ihm war, also nicht nur, dass ich ihn in diesen ersten 14 Tagen habe ich ihn natürlich zu Hause besucht, in seinem Haus. Also insofern, das war dann eher privat, dann habe ich ihn besucht in seinem Haus. Kann ich hier sein Haus? Ja, in den Hügeln, etwa in der Höhe von San José, in zweiter Reihe hinter den Bergen, und er erzählte, wie er das selber gebaut hat. Das hat er selber zusammengenagelt. Spannende Geschichten konnte er immer gut erzählen. Ursprünglich hatte er in Illinois gearbeitet und mit seiner Emeritierung oder Pensionierung oder wie immer man das nennen mag, zog er nach Kalifornien, weil das Wetter da sehr viel besser ist. Und er suchte ein Grundstück und er fand auch eins. Aber da in der Gegend das Klima so wenig berechenbar ist, ich weiß nicht, wer schon mal in San Francisco weiß, dass da manchmal so ganze Wände, Nebelwände vom Meer kommen und man ist dann eingebunden, sieht nichts mehr, weil dieser Nebel so dicht ist, dass man keine 3 Meter weit schauen kann. Auf der anderen Seite hat man dann strahlenden Sonnenschein. Das Mikroklima ist in den Bergen hinter der Küste sehr verschieden. Und er hatte da ein Grundstück zum Angebot und es war nicht klar, ist das Mikroklima sehr gut, richtig oder nicht, sodass er dann dort erstmal Camping gemacht hat, bevor er das Grundstück erworben hat.
Nebenbei gesagt, das war früher ein Nudistencamp und er erzählte sehr lustige Geschichten, wie dann immer wieder irgendwelche Leute auf der Suche nach den Nudisten bei ihm vor der Haustür standen. Also er hatte da Camping gemacht und dann hat er das Haus sich zusammengebaut. Und in diesem Haus hatte er besagten Bastelkeller, in dem er dann seine Materialien zusammenfügte. Aber um wieder zum Fachlichen zu kommen, ich habe ihn gleich eingeladen zu einer Tagung nach Heidelberg und die habe ich dann in erster Linie, allerdings immer natürlich in enger Zusammenarbeit mit meinen Heidelberger Kollegen organisiert und um es spannender zu machen, das war eine Idee, die wir dann gemeinsam da auch ausgebrütet haben, habe ich zu dieser Tagung auch noch den Niklas Luhmann und den Francisco Varela eingeladen, sodass wir gewissermaßen diese drei theoretischen Größen an einem Ort hatten zur gleichen Zeit und aufeinander gehetzt haben und dann verschiedene Kollegen, Praktiker eingeladen haben, um zu versuchen, den Bezug zwischen Theorie und Praxis hinzubekommen. Also wir haben die dann präsent konfrontiert mit Videos von Therapie-Sessions und sie haben uns dann erklärt, was sie da sehen und wie sie das theoretisch auffassen. Das ist zum Beispiel hier ein Foto von so einer Sitzung. Da sitzt dann links hier, da sitzt Heinz, Luhmann in der Mitte, Varela dahinter. Ja, auch noch aus Heinz und Luhmann und so weiter. Ja, aber wie gesagt, das war eine sehr spannende Veranstaltung. Ich habe dann später ein Buch draus gemacht, Lebende Systeme gibt es immer noch, wenn das interessiert. Der kann da gerne nachlesen. Und da war Heinz natürlich brillant wie immer. Er war nicht ganz mit Luhmanns Konzepten einverstanden, aber war auch nicht ganz uneinverstanden. Also das ließ er eher offen. Aus meiner Sicht war, was die Praxis anging, Luhmann derjenige, der am ehesten verstanden hat, was wir da taten. Aber nichtsdestotrotz, es war eine wunderbare Veranstaltung. Und auch da hat Heinz natürlich wieder brilliert. Ich habe noch ein Foto, das finde ich, würde ich gerne noch zeigen, weil da sieht man einfach, wie Heinz üblicherweise guckte. Das ist so ein verschmitztes Lächeln, ja, wo man das ein bisschen Ironie ist immer drin, auch Selbstironie in dem, was er sagt und in dem, was er macht. Ja, und das ist bezaubernd. Wo kommt das denn her aus deiner Sicht, diese Selbstironie bei ihm? Naja, es gibt ja diesen Wiener Schmäh, ja, der hat immer so ein bisschen diese Selbstironie mit drin. Es ist natürlich auch immer etwas Distanzierung den anderen gegenüber. Also man hält es häufig im Offenen, ob man etwas ernst meint oder nicht. Und man spielt mit der Vieldeutigkeit. Und das konnte er auch sehr gut, auch in fachlichen Fragen. Also er ging nicht direkt in die Konfrontation mit jemandem, sondern stellte dann Fragen, die dann eben einen selber nachdenken ließ, ob das wirklich so in aller Rigidität gemeint ist oder richtig sein kann. Ja, wo du jetzt gerade über seine Position sprichst oder auch Gedankenbeiträge. Damals, als ihr das Seminar hattet und du ihn dann auch zu Hause besucht hast, so die fachlich-inhaltlichen Gespräche, worum drehte sich das oder andersrum gefragt, was waren da so die wesentlichen Positionen, die Heinz von Förster auch in den Kurs mit eingebracht hat und die er dort vertreten hat? Naja, ich kann ja sagen, was für mich eigentlich so die spannenden Dinge waren. Ja. Zum einen hat er also für mich, glaube ich, das Wichtigste war das Konzept des Eigenwerts, der Eigenstruktur. Das ist etwas, was in den anderen theoretischen Konzepten nicht vorkam, was aber, wie ich finde, hoch relevant ist aus systemtheoretischer Sicht, dass wenn man eine rekursive Funktion hat, dass man dann langfristig bei irgendeiner Stabilität landet. Oder anders gesagt, ich übersetze das jetzt in eine systemtheoretische Position, dass all das, was uns als Beobachtern
als statisch erscheint, eigentlich das Ergebnis von Dynamik ist. Heinz hat das in dem Seminar sehr gut illustriert. Er hat, und das kann jeder nachmachen, kann jeder auch verwenden, ich habe das auch in Seminaren verwendet, weil ich es so eindrucksvoll finde, man nehme einen Taschenrechner und gebe irgendeine Zahl an. Am besten nutzt man die ganze Breite des Displays, um es voll zu packen mit Zahlen, also irgendeinen Milliardenbetrag. Wenn man nun diese Zahl, auf den eine bestimmte Operation anwendet, zum Beispiel das Wurzelziehen, dann erhält man ein Ergebnis. Und wenn man auf dieses Ergebnis wieder diese Operation anwendet, dann erhält man wieder ein Ergebnis. Und wenn man das immer wieder macht, also immer wieder die Wurzel zieht aus dem Betrag, den man als Ergebnis des vorigen Wurzelziehens erhalten hat, dann landet man irgendwann bei 1. Und jetzt, wenn man diesen Prozess immer weiterführt, bleibt es immer 1. Das ist eigentlich die Dynamik, wie ein Eigenwert oder eine Eigenstruktur entsteht. Der Unterschied zwischen lebenden Strukturen oder autopoietischen Systemen, die eben auch dadurch ihre Struktur erhalten oder ihre Stabilität erhalten, dass sie Operationen anschließen, und zwar immer wieder dieselben, dass sie rekursive Funktionen realisieren, ist, dass eben beim Taschenrechner die 1 da bleibt, auch wenn man aufhört, im wahren Leben bleibt dann eben nicht die Struktur erhalten. Also man muss immer wieder draufdrücken, immer wieder Wurzeln ziehen, um in dem Bild zu bleiben, um die 1 zu erhalten. Aber das ist die Dynamik, die dazu führt, wie in lebenden Zusammenhängen Stabilität hergestellt wird, dass rekursive Funktionen realisiert werden, dass Operationen immer wieder auf ihr eigenes Ergebnis angewendet werden. Das war für mich das Aha-Erlebnis dieses Seminars, und das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte, die Heinz immer wieder präsentiert hat, ja, das Konzept und das Modell des Eigenwerts. Ja, in anderen Theoriekonzepten wie der Chaos-Theorie nennt man das dann Attraktor, was ich keine so gute Formulierung finde, weil es so suggeriert, da würde jemand ziehen, ja, Attraktor, sondern es ist einfach das ist eine Folge einer bestimmten Konfiguration, einer bestimmten Form von Funktion. Was ich ja ganz spannend finde, ist, wenn ich das richtig sehe, war Heinz von Förster ja Physiker. Mhm. Und auch das, was du eben gerade beschrieben hast, sind ja am Ende nichtlineare Differentialgleichungen, die dann eben bestimmte Zustände haben, die sich stabilisieren. Was ich ganz interessant finde, das ist jetzt ja hochmathematisch beschrieben. Und die Zuhörerschaft in dem Kurs, in dem Sommerkurs, waren ja Praktiker. Mhm. Und wie hat Heinz von Förster das denn eigentlich gemacht, wo ich vermute, dass er bestimmte Erkenntnisse eben aus seiner Fachdisziplin Physik ja mitgenommen hat? Und wie ist es ihm dann gelungen, das aber so zu übersetzen, dass sich ja offensichtlich auch Leute, die vielleicht der Physik nicht so aufgeschlossen sind, für diese Konzepte begeistern konnten und sie auch verstanden haben? Ja, indem er zum Beispiel solche Experimente wie mit diesem Taschenrechner gemacht hat. Also er hat nicht versucht, das jetzt zu übertragen auf den Fachbereich der Praktiker, sondern das hat er uns selber überlassen. Ja? Aber das ist ja so offensichtlich, dieses Experiment. Ja, das kann ja jeder nachvollziehen, diese Dynamik, die dahinter steht. Also das sind Aspekte, die er sehr deutlich gemacht hat. Ein anderes wichtiges Konzept ist das der nicht-trivialen Maschine. Ja, auch da, natürlich hat er dann immer irgendwelche Bildchen wieder gezeigt. Mal sehen, ob ich hier eins finde. Nee, da, das der nicht-trivialen Maschine hier, da oben, das ist da. Na, wo ist mein Finger? Da. Ja, jetzt habe ich den Finger drauf. Da, wo mein Finger drauf zeigt, da hat er das Bildchen gezeichnet und das illustriert. Ja. Da oben ist das obere Bild zeigt die sogenannte triviale Maschine oder das triviale System. Das besteht darin, dass man klare Eingabe-Ausgabe-Relationen hat. X, Y. Ja, wenn man A eingibt, dann kommt und so weiter 1 und so weiter. Und das hat er illustriert. Wenn man A eingibt, kommt 1. Wenn man B eingibt, kommt 2 und so weiter.
Und dann hat er das zweite daneben gehalten, wenn so ein System, was von außen nicht durchschaubar ist, interne Veränderungen vornimmt, dann wird es einfach unberechenbar. Und das hat er durch Zahlen vorgeführt und belegt und demonstriert. Und das sind natürlich keine hohen mathematischen Ansprüche, die da an den Zuhörer gerichtet wurden, sondern man muss halt, was weiß ich, 3 und 3 zusammenzählen können. Dann wird das deutlich, worum es dabei geht, dass Systeme, die von außen nicht durchschaubar sind und die lernen, die abhängig sind von ihren Erfahrungen, von außen prinzipiell nicht berechenbar sind in ihrem Verhalten. Das sind sehr elementare Dinge, die er da präsentiert hat und die für die Systemtheorie, aber eben auch für die Politik, für die Praxis eines jeden Menschen ganz basal sind. Weil aus diesem Konzept der Nicht-Durchschaubarkeit und Nicht-Berechenbarkeit des Menschen kann man ja ableiten, dass diese Nicht-Durchschaubarkeit auch die Voraussetzung für die Freiheit des Individuums ist. Ja, also es hat alles weitreichende Konsequenzen und er war in der Lage, das mit sehr simplen Modellen nachvollziehbar zu machen. Ich vermute ja mal, als er noch an seinem Lab gearbeitet hat, dass er da inhaltlich geforscht hat und auch sehr stark in den Thematiken drin war. Nach seiner Eremitierung, was würdest du denn da sagen, er war dann ja noch höchst aktiv, jahrelang. Was war das, was ihn da angetrieben hat, was ihm Spaß gebracht hat, was ihn motiviert hat? Also warum hat er das überhaupt in der Art und Weise so gemacht? Ja, zum einen war er, also ich weiß jetzt nicht, wie die Prioritäten sind. Ich habe ihn auch nicht wirklich nach seinen Motiven gefragt, aber er brauchte Geld. Also in Amerika ist das ja nicht so sicher wie hier, dass man dann eine Pension bekommt, wenn man irgendwo Professor war. Er brauchte immer Geld und war immer sehr freudig, wenn man ihn eingeladen hat. Zum anderen hat er gerne mit Menschen gearbeitet. Das war offensichtlich, also so wie er sich da gegeben hat. Inhaltlich, glaube ich, hat er sich nicht mit so viel interessanten theoretischen Sachen beschäftigt, denn das, was er da jetzt präsentiert hat nachher. Und ich behaupte mal, wir in Heidelberg haben sehr dazu beigetragen, dass er dann nachher zum Superstar war, weil wir haben ihn immer wieder eingeladen und aus diesen Einladungen resultierten natürlich neue Einladungen an andere Orte und zu anderen Veranstaltungen. Er ging da gerne hin. Er hatte gerne Leute, er war auch gerne in Europa. In Heidelberg hatte er zum Beispiel Verwandte, die er besuchte. Ja, und er war sehr umgänglich. Aber finanziell ging es ja ihm, wie auch anderen, wie auch Ernst von Glasersfeld und ähnlichen Leuten, nicht richtig gut nach ihrer Pensionierung. Also insofern war das immer ein angenehmes Zubrot für ihn. Und wie hast du denn die persönliche Zusammenarbeit mit Heinz von Förster erlebt? Also wie kann man sich ihn da als Mensch vorstellen? Also sowohl im Arbeitskontext, aber dann vielleicht auch nebendran, wenn man sich dann mal abends getroffen hat oder wenn es eben dann gerade nicht um die Arbeit ging. Also er war extrem neugierig. Er war interessiert an dem, was andere Leute tun. Ja, und dann kann ich natürlich auch noch Geschichten erzählen, wie er das in seiner aktiven Zeit realisiert hat. Also er war extrem in seiner aktiven Zeit, um das gleich, damit das nicht vergessen wird, zu sagen, er hat ja in seinem Biological Computer Lab in Illinois alle interessanten, auch für uns heute interessanten Leute eingeladen. Ja, ob das jetzt Maturana war oder Hayek oder John Cage, ja, also ob das nun Künstler waren oder Wissenschaftler. Also er war extrem neugierig und hat die alle zu sich geholt und er hat ja dadurch, dass er gewissermaßen diese Kybernetik der Kybernetik erfunden hat, also die Kybernetik zweiter Ordnung, die den Beobachter mit einbezog, glaube ich, es geschafft, seine eigene Theorie sehr gut in Praxis umzusetzen, dass er ein selbstkritischer Beobachter blieb und sich andere Beobachter beim Beobachten angeguckt hat. Ja,
Und im persönlichen Umgang war das zu spüren, dass er interessiert daran war, wie man selber agierte, wie man selber dachte. Er war da durchaus kritisch, er wusste, was er meint und war jetzt auch nicht leicht, von irgendwas anderem zu überzeugen. Aber es kam auch nicht jetzt wirklich zu irgendwelchen größeren Disputen, weil er im Zweifel dann eher in diese neugierige Position gegangen ist. Im privaten Umgang, er war ja öfter bei mir dann auch zu Hause und dann, was weiß ich, hat dann meine Kinder auf den Knien geschaukelt. Also er war sehr zugänglich und Kinder liebten ihn auch. Ne? Warum sollen Kinder ihn nicht lieben, wenn die Erwachsenen ihn lieben? Also er konnte mit sich sehr auf andere einstellen. Und das merkt man natürlich am meisten, wenn jemand mit Kindern gut umgehen kann. Was sind so Momente, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind in den Treffen und in der Zusammenarbeit mit Heinz von Förster? Ich kann da jetzt gar nicht jetzt irgendwelche speziellen Momente herauspicken, ja, außer seine Präsenz, ja, die er hatte. Weil mit dieser Einladung nach Heidelberg war ja gewissermaßen eine neue Karriere für ihn gestartet. Aber vielleicht ein Punkt, als wir ihn eingeladen hatten und er dann vor einem größeren Auditorium auch eine Rede halten sollte, einen Vortrag, fing er an, damit sagte er, hat sich ja sehr gefragt, warum er eingeladen wurde. Das alles natürlich in seinem Wiener Dialekt, warum er eingeladen wurde. Und dann ist ihm klar geworden, die haben mich eingeladen, weil ich ein Dinosaurier bin, ja? Da, weil sie mich alle noch mal sehen wollen, bevor ich sterbe. Ja, und er hat dann gespielt mit seinem Alter und sehr, ja, alle wollen dann später noch mal erzählen können, dass sie mich gesehen haben, was ja stimmt, was ich jetzt gerade tue. Ja, also insofern, das waren so diese, er hat diese Selbstbezüglichkeit, ja, auch, er hat auch immer praktiziert. Ja, und daher wahrscheinlich auch diese Selbstironie, ja, weil er irgendwie sich eingelassen hat, aber trotzdem immer noch von draußen drauf geschaut hat. Was Zweites, was mich sehr beeindruckt hat, ist natürlich die Beziehung zu seiner Frau, nebenbei gesagt auch eine sehr sympathische Person. Sie wurde dann irgendwann pflegebedürftig und da hat Heinz, auch wieder ganz derjenige, der sich da voll einlässt, eine Ausbildung gemacht als Pflegehelfer, um sie selber pflegen zu können. Was ja im Alter von, was weiß ich, da war er schon in den 80ern, in den hohen 80ern, ja durchaus eine bemerkenswerte Art von Initiative ist. Du hattest beschrieben, dass er viele Leute gekannt hat und ja, glaube ich, auch nach vorne gestellt hat. Ich erinnere mich daran, oft gelesen zu haben, dass er ja auch dafür gesorgt hat, dass George Spencer Brown bekannt wird in der Szene. Du hattest Varela erwähnt. Wie gucken denn die anderen Leute, zumindest von dem, was du weißt, auf Heinz von Förster? Also Spencer Brown hat er dadurch bekannt gemacht, dass er die Laws of Form in dem Whole Earth Catalog rezensiert hat. Und das war damals so was wie die Bibel der Alternativbewegung, der alternativen Wissenschaftler, aber eben auch der Hippie-Bewegung, die in Kalifornien sozusagen ihren Mittelpunkt hatte. Wie andere auf ihn schauen, naja, also man kann ja sehen, Luhmann zitiert ihn viel, hat ihn sehr geschätzt, Maturana hat ihn, glaube ich, weiß nicht, ob er ihn überhaupt zitiert hat, aber also ich habe niemanden gehört, der jemals etwas Negatives über Heinz erzählt hat, außer irgendwelche Leute, die dann Gerüchte über sein nicht ganz so glückliches Familienleben verbreitet haben, aber das weiß ich, da weiß ich überhaupt nichts Näheres drüber, aber eigentlich habe ich nie irgendeinen jemand gehört, der fachlich irgendetwas Negatives über ihn erzählt hätte. Heinz von Förster, also habe ich zumindest mal den Eindruck, kannte ja viele Leute, hat viele Leute zusammengebracht, auch in seinem Lab. Ist das vielleicht auch einer seiner wesentlichen Beiträge gewesen, so Netzwerker zu sein und Netzwerke herzustellen, auch über
Disziplingrenzen hinweg? Also das würde ich nicht unbedingt jetzt seiner Initiative zuschreiben, aber er hat es auf jeden Fall fortgeführt. Da muss man, glaube ich, einen Blick zurückwerfen, nochmal auf seinen Weg nach Amerika. Er hat ja den Krieg in Berlin überstanden. Wie er immer so schön sagte, er ist aus Wien vor den Nazis nach Berlin geflohen. Und nach dem Krieg hat er irgendwelche Verwandten in den USA besucht. Und er hatte einen kleinen Artikel geschrieben über das Gedächtnis. Und irgendeiner dieser Verwandten von ihm hatte Beziehung zu den Macy-Konferenzen. Die Macy-Konferenzen waren ja eigentlich das zentrale Event oder die zentralen Events für den Start dessen, was wir Kybernetik nennen, was man Informationstechnologie nennen kann. Das war eine interdisziplinäre oder eine transdisziplinäre Veranstaltung, gesponsert von der Macy-Stiftung, an dem eigentlich alle Leute, die damals maßgeblich waren, teilnahmen. Interessanterweise zum großen Teil waren das Leute, die eben aus Europa von den Nazis vertrieben worden waren. Die Nazis haben ja gewissermaßen in Deutschland und Österreich sowas wie eine Hirnamputation vorgenommen, indem sie die intellektuelle Oberschicht, was die Wissenschaft anging, Naturwissenschaften vor allem, quasi vertrieben haben. Also an diesen Macy-Konferenzen haben lauter Leute, die ursprünglich mal dann in Deutschland gearbeitet haben, teilgenommen, aber nicht nur die. Und wie John von Neumann und Oskar Morgenstern, Wirtschaftswissenschaftler und Informationstechnikbegründer, Erfinder der Spieltheorie, Gregory Bateson, Margaret Mead, gut, die kam jetzt nicht aus Deutschland, aber Kurt Lewin, also eine Gemisch von Leuten, die transdisziplinär interessiert waren. Und zu einer dieser Konferenzen wurde dann auf Initiative dieses Verwandten von Heinz von Förster eingeladen, um über seine Idee des Gedächtnisses zu referieren. Und das hat er auch gemacht. Und er war, wie gesagt, nur zu Besuch mit einem Besuchsvisum in den USA. Und dann haben die Leute dort, die Veranstalter der Konferenzen, zu ihm gesagt, also es ist hochinteressant, was du uns da erzählt hast, ja, aber dein Englisch ist lausig, ja, trotzdem, wir haben es verstanden, was du meinst, und wir wollen, dass du hier bleibst, und damit dein Englisch besser wirst, machen wir dich zum Herausgeber der Kongressbände. Ja, das war für Heinz immer ein Beispiel des Unterschieds zwischen Österreich und USA. In den USA geht es um Inhalt und nicht um die Form. Und in Österreich geht es immer um die Form und nicht um den Inhalt. So blieb er da und hat dann gewissermaßen das, was dort in diesem Netzwerk von hochinteressanten und hochintelligenten Leuten produziert wurde, herausgegeben. Und dann wurde er dann auch, das war nicht die letzte Konferenz dieser Macy Foundation, sondern es war, ich weiß nicht, wie viele dann noch kamen, und Heinz blieb weiter Herausgeber dieser Bände, sodass er quasi das Netzwerk schon übernommen hat. Und das hat er dann im BCL fortgeführt, indem er alle möglichen Leute, die irgendwie passend zu Selbstorganisationskonzepten und Kybernetik passten, eingeladen hat, die dann eine Zeit dort verbracht haben und sicher hoch inspirierend gewirkt haben. Wenn man sich das mal anschaut in den Macy-Konferenzen, wenn ich das richtig verstanden habe, war da ja auch eine sehr starke Strömung Kybernetik im Sinne von, wie können wir eigentlich Kontrollsysteme schaffen, wie können wir diese neuen Computer gestalten. Ich glaube, das war zumindest mal ein Ursprung, das hat sich dann ja auch entwickelt. Und wenn man auf ihn selbst guckt, wir hatten gesagt, er ist Physiker gewesen, hat dann ja, glaube ich, auch sehr viel zum Gehirn geforscht, Neurowissenschaften. Und am Ende ist er zum Philosoph geworden, habe ich zumindest so den Eindruck. Wie würdest du denn da drauf gucken, was ist denn eigentlich vielleicht so seine DNA gewesen oder sein Zugang zu der Systemtheorie auch gerne im Laufe der Zeit? Naja,
seine DNA ist einerseits, dass er wirklich Physiker ist, beziehungsweise Naturwissenschaftler war, mit einer starken Hang zur Mathematik, sprich zu formalen Systemen. Das ist das eine. Und das andere, die DNA ist, dass er Wiener war. Weil wenn man sich die Geschichte der Kybernetik anschaut, ja, dann hat sie und eben diese Geschichte der Transdisziplinarität, die sie ein Stück realisiert, dann hat sie ja ihre Wurzeln im K&K-Reich. Ja, also viele der Vordenker von Wittgenstein, der irgendwie entfernt auch verwandt mit Heinz war, nebenbei gesagt, ja, von Wittgenstein angefangen, über bis Bertha Lanfi, die schon erwähnten, John von Neumann, Glasersfeld, Heinz, wie sie alle heißen, die kommen aus Österreich oder aus dem ehemaligen K&K-Reich. Es gibt ein Buch von Stephen Toulmin, das ist ein Wissenschaftshistoriker mit dem Titel Wittgensteins Wien, in dem er das genau auseinanderdröselt. Ich habe gerade eine Biografie über Kurt Gödel gelesen, ja, der auch aus Wien kam, also dann gab es den Wiener Kreis, also das war offenbar ein wie soll man sagen, ein Milieu, in dem hochinteressante Ideen eben wahrscheinlich als Ergebnis dieses Kulturmischmasches entstanden sind. Und das wäre meine Hypothese, dass das ein Stück zur DNA, wenn wir mal in dem Bild bleiben, beigetragen hat, die dann für Heinz auch bestimmt war. Wie gesagt, viele der Macy-Leute kamen auch aus diesem Milieu. Ja, Morgenstern, John von Neumann, Kurt Lewin und so weiter, die also allesamt eher transdisziplinär dachten. Nun gibt es ja, glaube ich, auch Bücher von ihm im Karl-Auer Verlag. Ja. Wie war das denn eigentlich, mit ihm als Autor zu arbeiten? Also ich habe mit ihm nie als Autor gearbeitet, sondern wir haben, ja, das hat Meister Bernhard Pörksen, der damals noch ein junger Journalist war, gemacht, und dem haben wir die Möglichkeit gegeben, was weiß ich, durch all diese Größen zu interviewen und Bücher zu machen. Also ich habe mit ihm keinerlei eigene Erfahrung als Autor, nicht mal als Verleger, also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, zumal Bernhard Pörksen eben auch ein gewiefter und sehr erfahrener Schreiber war und immer noch ist. Und wie war das denn, wenn Heinz von Förster bei euch bei Veranstaltungen mit dabei war? Wie hat sich da die Zusammenarbeit gestaltet? War das alles haarklein geplant oder hat man das auf sich zukommen lassen? Oder wie lief das? Heinz hatte, wie gesagt, seine Heftchen, die er vorbereitet hat. Und das war quasi sein Manuskript, und er hat nichts abgelesen, sondern ist dann eingegangen auf das, was da war, war sehr spontan. Und es war nie schwierig mit ihm, er war keine Diva, er war down to earth, und deswegen haben ihn, glaube ich, auch alle geliebt, weil er nicht irgendwelche Grandiositätsansprüche signalisiert hat, sondern er war ein netter älterer Herr von nebenan, ja, der aber doch sehr kluge Dinge in sehr einfacher Weise darzustellen vermochte. Und gibt es vielleicht irgendwelche Besonderheiten, die dir im Gedächtnis geblieben sind, die ihn auszeichnen? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit schon über die Besonderheiten geredet, die ihn auszeichnen. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch, was hättest du denn gern gehört? Naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche im Alltäglichen bestimmte Sachen, die zumindest mal bemerkenswert waren, die dir vielleicht noch aufgefallen sind. Nein, da ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Er hatte seine Verwandtschaft gepflegt, er hat Verwandte in Heidelberg besucht, gelegentlich auch erzählt von seinem Bruder Uzi Förster, der ein bekannter Wiener Jazzer war. Jazzmusiker, Saxophon, glaube ich, hat er gespielt. Ich habe auch irgendwo eine CD von ihm. Nein, also ich kann jetzt nicht irgendwelche speziellen Marotten oder sowas berichten, irgendwelche
Symptome, das kann gerne von Symptome erzählen von anderen Referenten, die wir in Heidelberg hatten. Aber bei Heinz kann ich da mit nichts Speziellem aufwarten. Ja, du hattest ja auch noch mal gesagt, dass er diesen Wiener Schmäh hat, Sachen auch noch mal ein bisschen offen gehalten hat. Was ja auch dann dazu führt, dass man im Grunde genommen Kreativität fördert. Wie war das denn eigentlich? Hattest du vielleicht auch ein Erlebnis mit ihm, wenn es darum ging, neue Dinge zu schaffen? Etwas seine Art und Weise, wie er solche neuen Dinge angegangen ist oder wie man bei ihm Kreativität gesehen hat? Also letztlich war er, als ich ihn kennenlernte, 73 und ich weiß nicht, er war dann in den 80ern, in den höheren 80ern, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da in dieser Zeit dazwischen hat er eigentlich diese Sachen reproduziert, die er immer präsentierte. Und damit hat er quasi eine Volkshochschulaufgabe übernommen, weil er einfach diese Ideen verbreitet hat. Seine kreativen Phasen waren sicher vorher und eben auch vor meiner Zeit. Ich habe allerdings seine Kreativität im privaten Bereich gesehen, ja, weil er ja da in seinem Haus rumbastelte. Und ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von einer Solardusche, die er gebaut hatte. Ja. In Kalifornien scheint ja die Sonne und er hatte eine Dusche in seinem Garten präsentiert. Ich habe das Foto nicht gefunden, ich habe gesucht, aber ich finde ja meist diese Fotos nicht mehr, die ich in irgendeine Kiste packe und dann ist irgendwann die Kiste nicht mehr zu finden. Hat er eine Solardusche gebaut, die darin bestand, dass er also eine normale Dusche hatte und dann einen dicken schwarzen Schlauch, den er aufgerollt hatte, wie so ein Lakritzkringel, ja, der auf einem Holzbrett montiert war. Und dieses Holzbrett konnte man nach der Sonne ausrichten, dass quasi die Sonne senkrecht auf diesen Lakritzkringel strahlte. Und da drin war dann Wasser und mit Hilfe dieses dann meist sehr heißen Wassers konnte er sich in seinem Garten duschen. Ja, das war eine seiner Erfindungen, auf die er auch ziemlich stolz war. Und da zeigte er zweifellos seine Kreativität, wo also nicht nur handwerkliches Interesse und Können, sondern auch eine sicher nicht geringe physikalische Kompetenz, obwohl dazu muss man, glaube ich, nicht Physik studiert haben, eine physikalische Komponente zusammenkam. Du hattest ja schon gesagt, dass Heinz von Förster derjenige ist, der dieses Thema Kybernetik zweite Ordnung nach vorne gebracht hat oder vielleicht sogar erfunden hat. Weißt du irgendwas zu der Entstehung dieses Konzeptes, wie es dazu kam, dass er sich dem so zugewendet hat? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er einen dicken Sammelband gemacht hatte mit seinen Studenten zu dem Thema Kybernetik. Und wenn ich mich recht erinnere, ist dieser Begriff Kybernetik, der Kybernetik im Rahmen dieses Seminars mit Studenten entstanden. Ja, weil dieser Schritt von der Kybernetik zur Kybernetik der Kybernetik ist ja ganz zentral, auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht. Und ich würde schon ihm das zuschreiben, jetzt im Rückblick, weil die Kybernetik, die ursprüngliche, wie sie in den Macy-Konferenzen praktiziert oder Thema war, blieb ja bei der klassischen Subjekt-Objekt-Unterscheidung. Nur, dass das Objekt gewissermaßen ein komplexes System war. Aber man versuchte weiterhin eben zu untersuchen, wie funktioniert dieses System und hat das Ideal der vom Beobachter unabhängigen Aussagen über dieses System nicht in Frage gestellt. Ja, auch wenn dann schon deutlich wurde, dass solche Systeme, wenn sie als Blackbox betrachtet werden, nicht durchschaubar sind oder nicht berechenbar sind aufgrund der unendlichen Möglichkeiten, die sich ergeben. Aber den Schritt zu sagen, wir müssen eigentlich das System Beobachter plus beobachtetes System
in den Fokus der Aufmerksamkeit nehmen. Das kam von ihm. Aber da hat sich ja auch seine physikalische Grundausbildung dazu beigetragen, denn seit Heisenbergs Unschärferelation kann man ja nicht wirklich noch denken, dass der Beobachter so harmlos ist und dass Beobachtungen generell harmlos sind. Aber in dieser Radikalität, wie Heinz es dann formuliert hat, im Sinne von, wir müssen uns immer das System Beobachter plus beobachtetes System anschauen, um nicht nur die selbst versteckten Ostereier zu finden, hat es, glaube ich, vorher keiner formuliert. Und insofern ist das ihm schon zuzuschreiben, zumindest die Begrifflichkeit Kybernetik zweiter Ordnung oder Kybernetik der Kybernetik, die stammt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig mir gemerkt habe, aus diesem Sammelband, den er da mal angefertigt hat mit seinen Studenten. Also wir haben jetzt ja, sind an zwei wesentlichen Beiträgen von ihm vorbeigekommen, eben diese Kybernetik zweite Ordnung. Du hattest am Anfang die Idee der Eigenwerte oder der Eigenfunktion genannt. Das dritte sind die nicht trivialen Systeme. Genau. Ja. Und dann gibt es ja aber noch das andere Thema, wo er sich um ethische Themen gekümmert hat, was ja auch nochmal interessant ist, weil ich glaube, viele Leute, die sich mit Systemtheorie beschäftigen und gerne auch mit Luhmann, dann ist man ja immer vorsichtig damit, irgendwelche normativen Aussagen zu machen. Und er hat ja aber, wenn ich das richtig verstehe, aus der Kybernetik heraus zumindest ein oder zwei Prinzipien abgeleitet, die einem auch entsprechend handlungsleitend dienen können. Ja, ich weiß gar nicht, ob er die aus der Kybernetik abgeleitet hat, weil er bezieht sich in dem, so viel hat er über Ethik nicht gesagt. Es gibt zwar dieses Buch Kybernetik von ihm, aber das Wesentliche, auch ist natürlich jetzt meine Interpretation, muss man also durchaus, kann man durchaus mit Fragezeichen versehen. Aber das Wesentliche, was er gesagt hat, zumindest so wie ich es von ihm gehört habe, hat er von Wittgenstein übernommen, und das sagt, die Ethik ist eigentlich immer implizit in dem, was man tut. Und auf Deutsch gesagt, vergiss, was die Leute über Ethik reden, schau dir an, was sie tun. So würde ich das zumindest interpretieren. Und das würde natürlich auch nochmal ein bisschen erklären, warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Er hat einfach versucht, das zu leben, was er auch erzählt hat. Ja, nämlich, das ist ein Stück Konstruktivismus, obwohl er dem Begriff kritisch gegenüberstand. Aber dass er eben auch das, was ein Beobachter sagt, durchaus relativiert und in Frage stellt und nicht jetzt mit einem irgendwie Absolutheitsanspruch oder absoluten Wahrheitsanspruch versieht. Naja, du hattest ja auch gesagt in seinem Verhalten, dass er immer nochmal offen ist und man sich nie so ganz so sicher war, ist das jetzt entschieden oder nicht entschieden. Und soweit ich das verstanden habe, ist ja aus seinem Beaumont nur Unentscheidbares muss entschieden werden. Ja, das ist übrigens noch ein ganz wichtiger Satz von ihm. Ne? Nur unentscheidbare Fragen kann man entscheiden. Ja, auch das, ja, das sind solche einfache Sätze, die er dann erklärt, die erstmal verstören, aber das war sein Geheimnis natürlich. Ja? Er formuliert ein paar Sätze, die simpel sind, die aber durchaus merkbar sind. Ja? Und dann bleibt man dran hängen und dann hat er einen am Haken. Ja? Also nur unentscheidbare Fragen kann man entscheiden, ist ein wunderbarer Satz. Also muss man sich mit dem Begriff des Entscheidens auseinandersetzen, wenn man dieser Frage auf den Grund gehen will. Ein anderer Satz, der mir jetzt einfällt, wo wir drüber reden, ist, dass er gesagt, da ging es wieder um die Beziehung zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften, dass er sagt, die Hard Sciences haben mit den Soft Problems zu tun und die Soft Sciences haben mit den Hard Problems umzugehen. Ja, wunderbar, besser kann man es doch gar nicht formulieren.
Ja, genau, weil da sind wir ganz viel in Sachen, die man eben entscheiden muss, weil sie unentscheidbar sind. Ich hatte auch verstanden, dass er ja im Grunde genommen aus dieser Paradoxie dann diesen Imperativ abgeleitet hat, handle stets so, dass du die Anzahl der Optionen Ja. erhöhst. Was dann, wo ich an der Stelle durchaus ja noch eine Ableitung eben zumindest mal Hinweise für gutes Handeln in Anführungsstrichen sehe. Und das andere Thema, was damit ja dann auch in Zusammenhang steht, ist, dass wenn tatsächlich nur Unentscheidbares entschieden werden muss, er damit dann ja auch letztendlich die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen wieder mit ins Spiel bringt. Ja, und das ist halt etwas, was ja nur wenige Leute wirklich sehen, dass das die Konsequenz des Konstruktivismus ist. Es ist man kann sich nicht hinter einer Theorie verstecken, ja, auf die man sich beruht oder irgendwelche äußeren Autoritäten, die einem sagen, dass das richtig ist, was man tut, sondern man kommt nicht aus der Verantwortung für das heraus, was man tut. Ja, das ist der entscheidende Punkt, der den ganzen Konstruktivismus, also jetzt nicht nur das, was Heinz von Förster erzählt, aus meiner Sicht den ganzen Konstruktivismus und die Systemtheorie, zumindest so wie ich sie verstehe, auszeichnet. Sie setzt den Einzelnen in die Verantwortung für das, was er tut. Das machen andere Leute auch. Maturana formuliert das noch radikaler, indem er sagt, jeder Einzelne hat die Verantwortung für den gesamten Zustand der Welt. Was natürlich, wenn man alles mitdenkt, dann ist das, was wir jetzt gerade tun, natürlich eine Veränderung des Gesamtzustands der Welt. Und insofern haben wir Verantwortung für ihren Zustand. Aber so weit muss man es gar nicht treiben, sondern man kann es ja sehr wohl begrenzen auf das, was man aktuell gerade macht. Und sagt, okay, überleg dir, was du machst, du kommst nicht raus aus der Verantwortung. Du kannst dich hinter niemandem und dessen Schuld verstecken. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Fritz. Gerne.